So, willkommen zurück zu Let's Play Tyrant Teil 2. Wir sind hier stehen geblieben, auf der Suche nach einem Speicherpunkt und auf Verfolgung nach Laura. Genau, ganz normal, technische Höhe, nichts Ungewöhnliches dran. Und haben ein Heilkit gefunden. Yeah. Wir haben voll viel Heilsachen gefunden letztes Mal. Ah. Ah. Das erklärt die Stange. Gehen wir mal hier gucken, was hier so schönes ist. Ja. Auf jeden Fall suchen wir Laura. Ne, ich wollte eigentlich die Karte haben. Aus dem Weg, Mary. Maria meine ich. Wieso wollte ich Mary sagen? Ja. Auf jeden Fall suchen wir Laura, die hier sich irgendwo verkrochen hat. Und ich werde hier noch ein Olaf oder ein Olaflin rum. Oder ein kleines Girl, was sich versteckt. Ins Krankenhaus. Ja, und das Krankenhaus, da hatte ich irgendwo letztes Mal aufgehört. Ich glaube, das habe ich schon im letzten Part erwähnt, oder? Ich bin mir gerade selber nicht wirklich sicher. Hi. Ja, nehmt ihr die Karte des Krankenhauses. Finde ich gut. Immer direkt Waffe ziehen. Was haben wir denn da? Aha. Jack Davis. Bisher 3 Suizidversuche. Gründe unbekannt. Normalerweise ein vorbildlicher Patient, der den Anweisungen von Ärzten und Pflegern folgt. Wegen der plötzlichen gewalttätigen Suizidversuche ist er jedoch eine ständige Operation nötig. Joseph Barkin. Seine Krankheit wurtet im Gefühl, den Tod seiner Tochter verursacht zu haben. Symptome für psychotischen Bruch und paranoide Wahnvorstellungen. Normalerweise ruhig, hat aber eine Neigung zur Gewalt, wenn er sich aufregt. Joshua Lewis. Lewis. Viele Aufenthalte in Krankenhäusern. Sowie zahlreiche selektive tätliche Angriffe. Körperverletzung und andere Gewalttaten. Er hat einen starken Verfolgungskomplex und eine Neigung, Probleme durch Gewalt lösen zu wollen. Äußerst Vorsicht. Ah ja. Ich will aber den Speichern erstmal. Oh, Speichern ist toll. Und da haben wir gleich wieder was zum Heilen. Gerade mag das Spiel mich. Hat wahrscheinlich auch gesehen, ah, wir waren zu unfair zu ihm. Hier gibt nichts Interessantes. Was hast da warst du so? Elder mit mir! Verschiedene Notizen hängen hier, aber es gibt nichts für mich, für wirklich Interesse wäre. Okay. Da auch nix. Nö. Hier hinter. Wo ist das einfach nur ein sinnloser Raum? Das. Aha. Jemand hat etwas darauf geschrieben. Die
Die Potenzial für die Krankheit gibt es in allen Personen und kann jeden Mann und jede Frau unter den richtigen Voraussetzungen genauso wie ihn auf die andere Seite treiben. Die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Es gibt schließlich keine Wand zwischen hier und dort. Sie liegt in dem Bereich, in dem sich Wirklichkeit und Unwirklichkeit überschneiden. Ein Ort, der sowohl nah als auch weit entfernt ist. Manche sagen, dass es gar keine Krankheit sei. Ich kann Ihnen nicht zustimmen. Ich bin ein Arzt, kein Philosoph oder Psychiater. Aber manchmal muss ich mir diese Frage stellen. Es stimmt, dass deine Vorstellungen für uns nichts weiter sind als die Erfindung eines unruhigen Geistes. Aber für ihn gibt es einfach keine andere Realität. Darüber hinaus ist er dort glücklich. Also warum, frage ich mich, warum müssen wir ihn im Namen des heilenden Schmerzhaften in der Welt oder eigenen Wirklichkeit ziehen? Etwas wurde auf der Hand geschrieben. Joseph hat mir den Schlüssel gegeben. Es ist wohl der Schlüssel zu der Kiste. Super rote Bulle. Okay. Irgendwie sieht das aus, als ob ich auf die Brüste starrt. Auf die Möpse. Na gut, mache ich bei meiner Freundin auch gerne. Ja, ihr habt richtig gehört. Naja, egal. Ach, jetzt steht die da auf einmal. Aber jetzt nochmal speichern. Denn ich speichere gerne. Krankenhausbüro. Wenn wir das schon mal hinter uns haben, die ganze Bläserei. Ich glaube, hier laufen hauptsächlich Olaf Lien rum, ne? Ich hoffe zumindest. Okay, da kommen wir rein, aber... Hi. Guck mal da. Nein, da kommen wir nicht durch. Geh doch aus dem Weg, Frau. Ich glaube, hier könnte... Nö, passiert nichts. Nö. Kann man hier überhaupt rein? Also. Bis jetzt gibt es da zwei Räume, in denen wir rein könnten. Wenn wir einen Schlüssel hätten. Und die Küche. Natürlich noch. An der Küche war ich noch nicht. Aus dem Weg. So. Kommen wir schon zur Küche in die Richtung hin? Das ist meine Frage. Weil ich glaube, die Küche mussten wir sogar rein, ne? Ne, da kommen wir gar nicht hin. Ne, kommen wir nicht hin. Also können wir jetzt gerade nur noch dahin. Oder dahin. Ich werfe mal unten hin, weil da nichts ist. Super. Was das soll. Ja. Zweiter Stock. Oh Mann. Wow. Kranke Schwester. Eine richtige Olaf-Line.
gab es jetzt Krankenschwestern? Da kann ich mich gar nicht mehr rein erinnern. Dass es hier Krankenschwester gab? Okay, dann waren das... Stirb, du dummes Mistvieh! What the fuck? Das Vieh hat überlebt. Hier, Olaf Line, das ist für dich. Die Krankenschwestern. Hier für dich, Freund. Aber so wirklich stark sind sie auch nicht. Also wirklich gefährlich. Die können zwar Schaden machen, aber... Nee, nee, nee. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, dass hier sowas war. Pistolenmunition. Nicht Rotprotokoll. Aufbewahren natürlich. Wo kommst du denn her? Ernsthaft, wo kam die her? Fand ich aber jetzt nicht nett. Ernsthaft? Hier, stech sie ab! Voll ins Gesicht. Und einmal. Ah. Nehme ich eigentlich Schaden dadurch, wenn ich mich berühren? Wenn ich die trete? Das wär's doch, ne? Ich lösche Krankenschwestern aus. Lalali, lalalu. Wow, der Schattengrat. Schon ein bisschen bedrohlich. Und wehe, hier ist hier schon wieder Olaf. Schlüssel für Lapsauge. Schrotpatron. Oh yeah. Wo finde ich das Schrotgewehr? Ich will es haben. Auch wenn ich mir das aufbewahren werde. Kann ich mit dir reden? Nö. Nö, anscheinend nicht. Dann eben nicht. Schon wieder ein Raum, wo wir rein können. Oh. Spiel, warum bist du so nett zu mir? Und da diese Schreibmaschine, damit kann ich nicht anfangen. Moment mal, was ist das? Das ist doch ein Blatt Kohlepapier in der Schreibmaschine eingespannt. Ich kann es darauf hinterlassen, Eindrücke lesen. Ich kenne die Nummer der Kiste 9598. Ich kann ihnen nicht mehr helfen. Der Knopfschlüssel macht mir keine Angst, also kann ich kein etwas daran ändern. Wer ich bin, ich weiß, wer ich bin. Ich
bin, wer ich bin, wer ich bin, wer ich bin. Moin. Ach scheiße, muss ich noch. Ach. Okay. Wo habe ich jetzt schon untersucht? Ja. Oh. Laufen wir erst, da kommen wir her. Nee, ich wollte erstmal in den Raum. Die daneben sind. Okay, kommen wir nicht rein. Dann müssen wir jetzt hier eigentlich die Räume haben. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal da drüben hin, ne? Also schwer sind, also Krankenschwestern sind jetzt kein wirkliches Gefahr. Vor allem mit einer Waffe, mit der ich die von fern halten kann, geht das echt gut. Oh, ich bin gerade auf den, du Trottel. Aber ich hätte gern wieder einen Speicherpunkt. Und die ist schon gleich am Aufnehmen. Oh, ich bin ja echt mal von Idioten umgeben zu Hause. Guck mal, was hier unten ist, denn ich werde. Nervensäge ist nervig. Ich gehe erstmal speichern. Denn man gibt mir gerade gewaltig auf den Sack. Wo bin ich denn hier? Aha. Ich will erstmal Ruhe speichern gehen, weil, boah, damit mein Essen nicht kalt wird. Mann, 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 ich kann sagen, Eltern sind nervig. Ich muss hier gut nicht rauskommen. Nein, das wollte ich nicht. Ja, das wollte ich. Krankenbüro. Und dann, was haben wir bis jetzt alles? Lapis Auge ins Auge in den Schlüssel graviert, die Iris ein Lapis ist eingelegt. Ah ja. Auf jeden Fall haben wir erstmal genug Heilsachen. Dann haben wir 200 Pistolen, ja, 12 Schrotflinte, eine gute Waffe, für mich, finde ich zumindest die gute. Ja, ich gehe mal kurz essen, kleiner Schnitt. So, mit vollem Magen lässt sich doch besser spielen. Ja, Frage war jetzt, wofür konnte ich den Schlüssel benutzen? Ne, dann gehe ich raus. Menü bitte! Irgendwie habe ich so noch das eine von den Räumen. Konnte mal rein. Nee. Doch nicht. Oder Krankenschwester Olafine nennen wir die. Ja, das ist gut. Und wir nennen sie Olga. Genau, das sind Olga. Das ist Olga. Das war Olga. Wir können hier rein. Oh mein Gott. Könnt ihr. What the fuck? Yo!
Schwester Ola, Olga! Krankenschwester Olga! Krankenschwester Olga. Oh, da liegt was. Ey, das Spiel ist nett! WTF! Ich traue gerade meine Augen nicht. Ich traue gerade echt meine Augen nicht. Achso. So viele Heilsachen. Aber ich sehe gerade schon, die Zeit ist wieder rum. Ja, toll. Haben wir auch sehr viel geschafft heute. Na gut, wir sind im Krankenhaus angekommen. Das ist auch was Gutes. Auf jeden Fall, das wieder mal Silent Hill 2 für heute. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss.